wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Es ist Mittwoch. Ich fange den Vlog ausnahmsweise mitten in der Woche an. Am Montag hatte ich ein Food Diary abgefilmt und als gestern Abend wollte ich die Kamera eigentlich schon in die Hand nehmen, weil ich gestern Abend mit den Kindern alleine war. Mein Mann, der ist gestern Abend zu einem Green Day Konzert nach Kansas City gefahren und ja, aber irgendwie hat sich das dann mit der Kamera doch nicht ergeben. Deswegen willkommen zurück. Welcome back to my vlog. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe heute auf jeden Fall ein bisschen was vor. Ich stehe nämlich auch schon auf dem Parkplatz, wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt. Ich bin im Auto. Aber ich wollte schauen im Biels, was die an Halloween- und Herbstdekorationen schon draußen haben. Ich wollte auch in spätestens 2 Wochen auf jeden Fall auf Herbst und Halloween umdekorieren, also das ganze Haus dekorieren. Und vielleicht finde ich ja da das ein oder andere süße Dekorationsding, was ich unbedingt für unser Haus haben möchte. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Ich habe auch vor, am Samstag eventuell in Hobby Lobby zu fahren, nach Manhattan. Am Samstag muss ich vorher nur gucken, dass ich halt nochmal den Freund abhole von der Melissa. Der kommt nämlich dann nochmal. Und dann schmeiße ich den kurz bei uns raus und dann fahre ich, glaube ich, direkt weiter. Ich glaube, ich fahre auch dann direkt in einem in die Bücherei. Und heute Abend denke ich gerade dran. Heute Abend hat die Claire nach 2 Wochen jetzt endlich mal nochmal eine Reitstunde. Letzte Woche hatte sie keine gehabt, weil, beziehungsweise, war es letzte Woche? Ja, heute ist Mittwoch, genau. Letzte Woche war halt Schulstart. Es war die erste Schulwoche und ich wollte halt erstmal schauen, wie das routinemäßig hinhaut, wann die genau vom Bus halt dann nach Hause kommt nachmittags und wie sie mit den Hausaufgaben klarkommt und mit dem Lernen klarkommt, weil die dann nur 1,5 Stunden, glaube ich, oder irgendwie das zu Hause hat, bevor wir dann nochmal los müssen. Und wenn wir dann heimkommen, ist es schon fast 8 Uhr und dann muss er dann auch noch duschen und dann würde zum Beispiel für Hausaufgaben keine Zeit bleiben. Aber letzte Woche lief super. Klar, es war die erste Woche und die meisten Lehrer gehen es langsam an, aber ich denke, einmal die Woche Reitstunde, so mittwochs oder donnerstags abends, müsste machbar sein. Also noch haben die Wochenends zu, also noch machen die Wochenends keine Reitstunden. Ich glaube, das ist erst ab Oktober oder so, wo die dann auf Wochenends Reitstunden umswitchen. Also zumindest habe ich so die Reitlehrerin so verstanden, dass sie das halt so regeln, dass halt jetzt noch diesen Monat und dann auch im September unter der Woche ist und dann ab Oktober je nach Wetter halt an Wochenenden. Also es kann dann auch gut vorkommen, dass monatelang nichts ist mit dem Reiten, weil es dann halt kalt ist und eisig und verschneit. Und das ist dann weder für Pferd noch für Reiter noch für meine Nerven gut, weil ich ja dann auch mit dem Auto dahin fahren müsste im Schnee. Und ich fahre im Schnee und im Eis wirklich nur, wenn es irgendwie lebensgefährliche Umstände verlangen. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kind einen Arm verlieren würde oder so, dann würde ich natürlich ins nächste Krankenhaus fahren. Aber wenn es denn nicht sein muss, wenn ich nicht unbedingt mit dem Auto irgendwo hin muss, bei Schnee und Eis, dann lasse ich es sein. Und Reitstunden sind nicht so wichtig, dass ich jetzt mich in Eis und in Schnee ins Auto setze. Aber bei Eis und Schnee können die eh nicht reiten, weil die haben auch keine Innenarena, die haben nur so eine Outdoor-Arena. Aber wir gehen jetzt mal gucken. Ich habe nämlich auch schon mein Handy auf Herbst umgestellt. Ich habe mein Kindle auf Halloween umdekoriert. Ich habe ein Canvas schon im Haus aufgehangen mit Pumpkins, mit Kürbissen. Also ich bin schon seit ewiger Zeit, seit ewigen Wochen schon in Herbststimmung. Ich glaube, das habe ich aber im letzten Vlog und auch schon im vorletzten Vlog erwähnt. Aber ich werde euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Wir gehen jetzt in den Biels, gucken, was die so haben. Und vielleicht finde ich das ein oder andere. Und spätestens im nächsten oder übernächsten Vlog packen wir dann auf jeden Fall die Herbstdekorationskiste aus. An die muss ich allerdings erstmal kommen, weil die ganzen Weihnachtssachen noch davor stehen. Und das Räumchen ist winzig klein. Das wird noch ein Akt. Aber Gott sei Dank ist hier der Mann zu Hause. Der arbeitet nur noch morgen und übermorgen. Heute hat er übrigens auch frei, weil er halt relativ spät nach Hause kam oder relativ früh, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Ich glaube, der kam erst so um 2:30, 3 nach Hause heute früh und hat dann dementsprechend heute frei. Und dann geht er noch morgen arbeiten und dann geht er noch am Freitag arbeiten. Und dann war es das. Dann ist er fertig. Dann haben wir 20 Jahre Militär hinter uns. Oder sind es sogar 22. Weil ich bin relativ früh in sein Leben gestolpert. Also wirklich ganz am Anfang. Da hat er noch süß, so 2 süße Streifchen gehabt am Rang. Das weiß ich noch. Ich glaube, damals in Seenbach, wo wir uns kennengelernt haben, das war seine allererste Duty Station, nachdem er halt graduated ist mit dem Militär. Er kam im Sommer 2000, das muss ich überlegen, 2003? Ja, genau, im Sommer 2003, das muss ich selber gerade überlegen. Im Sommer 2003 kam er nach Deutschland und im Dezember, an Nikolaustag 2003, haben wir uns kennengelernt und kurz darauf waren wir dann zusammen und der Rest ist Geschichte. Über 20 Jahre später sitze ich hier mit Mann und 2 Kindern mitten in der Pampa in Amerika. Ja, aber wie dem auch sei, das hat, ja, ich drifte vom Thema, ihr seht, es ist irgendwie so ein bisschen mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge
sehe ich dem Ganzen so ein bisschen entgegen. Ich bin froh einerseits, dass wir mit dem ganzen Militärkram nichts mehr zu tun haben, dass diese ganzen Deployments und diese ganzen TDYs, die ganzen anderen Cases, dass es vorbei ist. Aber andererseits ist man halt irgendwie mit dem Militär auch so abgesichert, finanziell, und es wird bestimmt eine Umstellung. Es wird bestimmt komisch. Aber ich freue mich. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt, auf das neue Kapitel in unserem Leben, dass wir auch selber uns das Leben jetzt vor allen Dingen so gestalten können, wie wir das wollen. Also wir können, wenn wir jetzt Bock hätten, könnten wir rein theoretisch nächsten Monat alles zusammenpacken, nach Deutschland ziehen oder alles zusammenpacken, nach Buxtehude ziehen. Also uns steht die Welt offen. Und im Militär ist es halt nicht so gewesen. Also da bekam man halt alle 3 Jahre so eine Liste mit Orten, wo sie halt jemanden gebraucht haben, im Beruf und im Rang halt von meinem Mann. Und dann mussten wir dahin. Da wurden wir dahin beordert. Also wenn die gesagt haben, du musst nach Bangladesch, dann war das so. Dann muss man nach Bangladesch. Oder wenn mir halt uns gesagt wurde, wir müssen mitten in die Pampa nach Kansas, wie es halt das letzte Mal der Fall war, ja, dann ist es halt so. Weil ich auch schon mal gefragt wurde, ja, wenn du das in Kansas nicht so dolle findest, warum bist du dann da hingezogen? Ja, ich hatte keine Wahl. Wir hatten keine Wahl. Es war von der Arbeitsstelle, von meinem Mann aus so. Da wird man hinbeordert vom Militär, vom Government, und dann ist es so, dann geht man dahin. Ich meine, ich hätte natürlich auch mit meinen Kindern nach Deutschland gekonnt, aber so auf, ja, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre ohne meinen Mann zu leben an einem anderen Ende der Welt, das will ich auch nicht. Und deswegen, ich mache das Beste draus. So ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie wir schlimme Duty Stations bekommen hätten in unserem Leben die ganze Zeit jetzt. Also ich muss sagen, wir hatten wirklich verteufeltes Glück. Wir hatten mega Glück gehabt mit unseren allen Duty Stations. Also alle Stations, wo wir bisher mit dem Militär hingebeordert wurden, waren eigentlich nicht schlecht. Im Gegenteil, die waren sogar zu 85% richtig gut, weil kennengelernt haben wir uns ja in Deutschland, in Sembach. Und dann waren wir auch etliche Jahre lang dort, und dann sind wir 2006, im Sommer 2006, wo die WM gerade in Deutschland war, sind wir nach England gezogen, und da waren wir dann bis 2011, und dann haben wir ganz lange Zeit nochmal in Deutschland gelebt, von 2011 bis, ich glaube, fast 2019, und von 2019 bis 2022 waren wir in Japan, in Okinawa, und da war es so schön. Also wir hätten uns keine schönere Duty Station wünschen können, beziehungsweise erhoffen können, und von da aus sind wir dann halt jetzt nach Kansas, und da hocken wir jetzt seit 2 Jahren schon. Und haben uns da halt jetzt auch hier ein Haus gekauft und werden wahrscheinlich auch die nächsten mindestens 4 Jahre hier verbringen. Also falls ihr neu hier seid, das ist jetzt auf jeden Fall meine Geschichte, meine Erklärung, meine Story, mein Leben. Aber ich höre jetzt auf zu labern. Wir gehen jetzt in Biers. Wir gucken mal, was es da jetzt schon an Herbstsachen und Halloween-Sachen gibt. Und vielleicht finden wir ja das ein oder andere, wer weiß. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Die Decke, die durfte mit, und das Kissen habe ich jetzt schon ausgetauscht. Der Kürbis da ist das ganze Jahr über irgendwie mal draußen. Und das Canvas habe ich auch schon aufgehangen. Und am Hundespielzeug konnte ich auch nicht vorbei. Da ist die Belle schon schwer beschäftigt, den Strohhalm anzukauen. Pumpkin Spice Latte für den Hund. Und da waren auch ein paar Donuts dabei. Die mache ich allerdings jetzt weg für andere Tage. Also ihr seht, ich bin schon in Startlöchern. So kann es gehen. Ich habe jetzt richtig Lust, auf Halloween zu dekorieren und vor allen Dingen auch hier ein paar Herbstsachen auszupacken.
Aber hier seht ihr, mehr habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe nur eine Kiste voller Herbst- und Halloween-Sachen. Deswegen am Samstag fahren wir auf jeden Fall in den Hobby Lobby und gucken mal, was die schon so haben. Weil Beals war jetzt so ein bisschen enttäuschend. Die hat noch gar nicht so viel draußen. Das hier sind jetzt hauptsächlich Küchensachen. Hier ist meine Auflaufform, mein Kürbis-Auflaufform-Dings. Hier sind noch irgendwo diese kleinen Max drin. Ein bisschen Dekoration für die Küche. Das passt auch farblich richtig gut. Schwarz-Weiß. Aber das machen wir jetzt. Kannst ruhig hochkommen. Der ist heute auch zu Hause, habe ich glaube ich erwähnt, dass er heute frei bekommen hat. Aber ja, wir räumen jetzt mal hier ein bisschen auf. Die paar Sachen habe ich jetzt rausgesucht, die werden wir jetzt in der Küche und im Haus so ein bisschen verteilen. Und am Samstag, habe ich erwähnt, fahren wir in Hobby Lobby. Den hier habe ich letztes Jahr im Walmart gekauft. Ich finde den so süß. Und die gab es im Aldi, sowie auch die Auflaufform. Haben wir hier Tumbler für meinen Kombucha. Den werde ich jetzt immer öfters benutzen dann jetzt. Und die habe ich damals, ich glaube, den habe ich damals von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Und das kommt auf jeden Fall ins Wohnzimmer. Eine andere Tischdecke brauche ich auch. Muss schon am Wochenende gucken, ob Hobby Lobby da sowas hat. Es ist jetzt 16:30 Uhr. Um 16:40 Uhr muss ich mit der Claire los. Ich muss auch dran denken, ich muss die Reitstiefel, die stehen momentan noch in der Garage, dass ich die ausschüttle und vielleicht kurz abwasche. Wegen der Spinnen in der Garage nicht, dass da sich jetzt in den letzten 2 Wochen irgendwie sich da jemand eingenistet hat. Das würde noch fehlen. Ich habe jetzt auch gerade übrigens meine Nägel gemacht. Ich konnte sie nicht mehr ertragen. Ich kann die plackig einfach nicht mehr ertragen momentan noch, weil gerade die Spitzen sind momentan noch extremst am Hintern. Da habe ich mich jetzt hier für Sheer Fantasy entschieden. Das ist die Farbe 10 von Essie. Dieses Fake-Nagelgel, was eigentlich bis zu 3 Wochen halten soll. Bei mir hält das aber nur eine Woche maximal. Also auch nicht unbedingt länger als andere Nagellacke. Wahrscheinlich, weil ich halt viel im Haus putze und halt keine Handschuhe trage. Ich gehe mal davon aus, dass es da dran liegt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich irgendwie noch was zum Essen suchen, weil kochen werde ich heute nicht, weil wir am 16:50 Uhr, wie gesagt, ich mit der Claire los müssen. Und morgen muss ich auch nicht kochen, denke ich gerade dran. Morgen fahren die Kinder nämlich mit meinem Mann nach Manhattan zum Essen, also von der Arbeit aus. Jetzt nicht von ihm aus, also das ist eher so ein Willkommensessen von den Leuten, die halt jetzt längere Zeit militärmäßig von dieser Duty Station weg waren und jetzt aus dem Deployment zurückkommen. Und da holt er die Kinder mit. Ich mache mir aus solchen Veranstaltungen nichts. Es sind mir zu viele Leute. Es ist mir dann wieder zu viel Krach. Ich bin dann lieber zu Hause. Da mache ich mir halt ein Brot und lese mein Buch. Und die Kinder, die wollten mit. Die freuen sich aufs Essen von dem Restaurant, wo die dann halt hingehen. Und dann brauche ich nicht kochen. Win-win. Finde ich gut. Mein Mann kann dann
noch das letzte Mal mit seinen Kollegen labern. Die Kinder können Essen genießen und ich habe die Spüle nicht und die Arbeit nicht und kann hier meine Ruhe genießen. Also so ist jedem geholfen, bekommt jeder, was er will. Aber ja, ich wollte jetzt auf jeden Fall mich nur kurz melden und euch meine Nägel zeigen. Ich liebe diese Farbe. Es ist halt ganz dezent. Also man sieht fast gar nicht, dass Nagellack drauf ist. Es hat wirklich ein ganz dezentes Pink-Weiß. Also ich kann es gar nicht beschreiben. In der Kamera kommt es auf jeden Fall nicht so rüber, wie es in Natura ausschaut. Ich liebe das, die Farbe. Aber yep, ich werde mir jetzt eine Kleinigkeit zum Essen suchen. Wahrscheinlich einfach nur entweder Müsli oder ich habe auch schon seit Wochen Bock auf Kellogg's Max und habe mir letzte Woche im Aldi welche gekauft. Vielleicht mache ich mir auch davon einfach nur eine Bowl mit kalter Sojamilch. Da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf und packe mir dann einfach einen Snack ein, ein paar Tomaten und dann vielleicht einen Proteinriegel oder irgendwie sowas, dass ich das dann im Auto dort essen kann. Weil wir kommen relativ spät nach Hause meistens. Also wenn die Reitstunde um 6 ist, dann sind wir meistens erst so um 7:45 wieder zu Hause, weil es halt immer eine halbe Stunde Autofahrt ist. Es ist halt weiter raus, aber yep. Samstag, ihr steht auf dem Beifahrersitz, weil ich gerade auf einem sehr busy Parkplatz stehe. Ich hatte ja anfangs vom Video vom Vlog erwähnt, dass ich mit euch in Hobby Lobby will. Der hat nur samstags jetzt auf. Also ich fahre morgen mit meiner ganzen Family nochmal nach Manhattan für ein paar Kleinigkeiten, aber sonntags hat halt der Hobby Lobby zu. Und heute hat meine Familie weder Lust noch Zeit, aber ich muss auch nachher auf jeden Fall noch zur Bücherei. Davon abgesehen, die Bücher sind nämlich auch heute due. Also die sind heute, ist der Abgabetermin. Also länger kann ich die gar nicht mehr behalten. Deswegen bin ich gerade alleine hergefahren. Ich stehe jetzt, wie eben schon erwähnt, auf dem Parkplatz vom Hobby Lobby und es ist die Hölle los. Deswegen steht ihr auf dem Beifahrersitz, damit die Leute nicht alle sehen, dass ich mit der Kamera richte. Das ist mir dann doch so ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich. Aber ich wollte jetzt im Hobby Lobby mal gucken, wie viel Herbstsachen die schon draußen haben, weil der Beals jetzt enttäuschenderweise gar nicht so viel hatte. Und das, was sie da hatten, war halt auch eher so Halloween-mäßig getrimmt, also nicht so wirklich Herbst. Und deswegen wollte ich mal gucken, der Hobby Lobby ist ja oftmals total up-to-date. Also der hatte letztes Jahr zum Beispiel die Wintersachen schon draußen, also die Weihnachtssachen schon draußen, aber ja, war Thanksgiving noch gar nicht vorbei. Ich glaube, da war mal gerade Halloween vorbei, also so Anfang November. Für euch in Deutschland ist das gang und gäbe, aber da wird auch Thanksgiving nicht gefeiert. Also normalerweise ist es bei uns hier so in Amerika, dass die Herbstsachen, auch die Halloween-Sachen draußen sind, also zumindest mal die Herbstsachen auf jeden Fall, draußen sind bis halt mindestens Thanksgiving, also bis in der Woche, wo halt Thanksgiving ist. Und erst dann normalerweise kommen die Weihnachtssachen so langsam raus, also so die Weihnachtsbäume, den ganzen Kram. Also zumindest war es im ersten Jahr so, wo wir hier waren. Ich wohne ja jetzt erst seit 2 Jahren in Deutschland hätte ich fast gesagt, schön wäre es in Amerika. Aber auf jeden Fall war im ersten Jahr das so, dass die Sachen erst nach Thanksgiving rauskamen. Und letztes Jahr war es halt einfach so, da war der Herbst lange nicht vorbei. Bevor die ganzen Wintersachen draußen waren beim Hobby Lobby. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die halt ihren Halloween-Kram und ihren Herbst-Kram jetzt schon draußen haben. Und ich bin auch auf der Suche nach einem ganz speziellen Becher, also nach einer ganz speziellen Tasse. Eine Halloween-Tasse in schwarz mit so weißen Geistern. Die habe ich im Internet bei Instagram gesehen. Das war jetzt nicht beim Hobby Lobby, sondern Burrington, glaube ich, hieß der Laden. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt hier in Amerika gibt oder ob das in Australien war oder sonst wo. Aber ich fand die Tasse so schön. Und deswegen, ich gucke mich jetzt da einfach mal in aller Ruhe noch ein bisschen um. Es ist jetzt auch noch relativ früh, es ist 11 Uhr, ich habe alle Zeit der Welt. Ich muss spätestens um 4 Uhr zu Hause sein, heißt ich habe jetzt 5 Stunden Zeit, mir das so einzuteilen und rumzubummeln, wie ich halt gerade Lust und Laune habe hier in Manhattan. Und heute Abend treffen wir uns um 5 Uhr mit einem Arbeitskollegen von meinem Mann, der hatte ja gestern seinen letzten Arbeitstag, hat halt keine Abschlussfeier. Also das wäre mit dem ganzen Squadron gewesen, also mit wirklich allen hochrangigen und niedrigrangigen Leuten
so eine Art Abschiedsfeier. Und das wollten wir beide nicht, weil wir beide eher so introvertiert ticken. Und deswegen haben wir, also ein guter Arbeitskollege, so ein Freund von ihm, von der Arbeit, hat ihn dann als gestern angesprochen und gefragt, ob wir dann stattdessen als heute in dem deutschen Restaurant, wo wir ja schon oftmals hin wollten, das hat nie funktioniert, weil die immer irgendwie entweder Ferien hatten, zu hatten oder geschlossene Gesellschaft oder sonst was. Aber der hat halt gefragt gehabt, ob er gewilligt wäre mit seiner Familie, also ob ich dann auch mitkommen würde, eine Abschiedsfeier zu machen, wenn es halt nur so eine Handvoll Leute sind, also die paar Leute, mit denen mein Mann halt auch wirklich super gut klarkam und an denen ihm dann auch was wirklich gelegen ist. Und deswegen fahren wir da heute Abend hin, haben uns da verabredet, 5 Uhr müssen wir dann da sein, gibt's lecker deutsches Essen und ja, bis dann habe ich halt Zeit. Also ich muss spätestens 4 auf jeden Fall wieder zu Hause sein, das heißt, ich hole euch jetzt da drin so ein bisschen mit dem Handy mit und danach fahren wir dann auf jeden Fall in die Bücherei und auch noch zum Gardiner, weil ich gucken wollte, ob die Croissants für morgen früh haben zum Frühstück, zum Sonntagsfrühstück. Jetzt hat jemand neben mir geparkt, aber da die Kamera nicht sieht, könnte ich mich hier genauso gut mit dem Handy unterhalten, deswegen rede ich einfach mal weiter. Auf jeden Fall fahren wir dann hinterher in den Radiner. Und wenn wir dann vom Radiner zurückkommen, wollte ich eventuell noch kurz in die Mall oder wir machen die Mall zuerst und dann zum Radiner, weil ich mir da garantiert einen Eiskaffee hole. Der Eist Schwarzwälder Kirsch Mokka, den trinke ich so gern, der schmeckt so unglaublich gut. Und solange es noch so heiß ist, werden nämlich heute auch nochmal 37 Grad. Das Auto heizt sich übrigens auch gerade nochmal auf, deswegen wir reden jetzt nicht lang drum rum. Ich packe die Kamera jetzt weg und hole euch mein Handy so ein bisschen im Hobby Lobby mit und ich muss mal gucken, wenn es nicht zu heiß im Auto ist, hinterher werde ich vielleicht auf einen weniger beschäftigten Parkplatz, einen weniger busy Parkplatz fahren und euch dann auch noch schnell zeigen, was ich gekauft habe, weil wenn ich jetzt nach Hause komme, also wenn es dann vor 4 Uhr ist, ist nämlich dann der Freund von der Melissa auch wieder da und der hat mich mit der Kamera noch nicht erlebt. Der war jetzt zwar schon ein paar Mal da und die daten ja jetzt auch schon ewige Monate und irgendwann, früher oder später, wird er mich auch mit der Kamera sehen, aber heute muss es noch nicht sein. Heute nicht. Heute ist nicht der Tag. Noch nicht. Glaubt's nicht, das ist der neue Rekord. Tada! Frohe Weihnachten, Leute. Frohe Weihnachten aus Kansas. Mitte August. Es sind 40 Grad draußen, aber Hauptsache Weihnachtskram. Ich bin jetzt auf dem Parkplatz von der Mall. Ich habe das Auto auch gerade noch laufen. Es ist so mega heiß im Auto. Deswegen bin ich gerade im Überlegen, ob ich einfach dann euch die Sachen zu Hause zeigen soll. Vielleicht dann im Schlafzimmer, wo vielleicht der Freund von der Melissa das nicht so mitbekommt. Es ist einfach viel zu warm für sich jetzt noch irgendwie lang im Auto aufzuhalten. Ich habe auch gerade gesehen beim Vorbeifahren, jetzt hier vom Parkplatz bei der Mall, ein bisschen weiter ist Wochenmarkt, die haben Farmers Markt, so einen Bauernmarkt. Da wollte ich auch gleich mal noch so ein bisschen drüber schlendeln, gucken, was sie da noch haben. Aber zuerst muss ich aufs Klo. Das heißt, ich gehe in die Mall erstmal das Bad suchen. Und dann wollte ich eigentlich auch noch gucken, für meinen Mann noch eine Kleinigkeit kaufen, wegen dem Buch. Das kommt am Montag übrigens an. Deswegen habe ich auch so eine Geschenktüte gekauft im Hobby Lobby. Das zeige ich euch dann auf jeden Fall später. Und ich bin auf der Suche nach Boxershorts, nach weißen Boxershorts mit Herzchen drauf. Weil dieser Held, dieser Typ, der da halt in diesem Buch eine Hauptrolle spielt, dieser Karl von Dungeon Crawler Karl. Also ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Vlog erwähnt habe, dass ich halt ein Buch vorbestellt habe für meinen Mann. Ich glaube, das habe ich im letzten Vlog erwähnt. Ich bin mir nicht...
ich glaube, es war im letzten Vlog. Das kommt auf jeden Fall am Montag an und dementsprechend ja, wollte ich halt jetzt mal gucken, dass ich das vielleicht dann auch kaufe und mit in die Tüte reinpacke. Das ist so eine kleine Geschenk, so eine Geschenktüte ist. Ich habe auch Sticker gekauft, Ananas-Sticker, das zeige ich euch dann wohl später auch noch, weil auf dem Cover auch selber eine Ananas drauf ist. Aber ja, ich dachte, ich melde mich mal ganz kurz und ja, das wird heute wahrscheinlich nicht kühler. Das Auto steht auch schon wieder in der prallen Sonne und es ist super busy hier. Es ist halt Samstag, es ist Wochenmarkt. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ich fahre tatsächlich nach Manhattan eher so unter der Woche. Das ist dann natürlich nicht so voll, nicht so zugestellt, sind nicht so viele Autos und Leute unterwegs. Aber ja, ich hole euch da auf jeden Fall auch zum Markt so ein bisschen mit. Mal gucken, ob wir da was kaufen, ob wir da oder ob wir da einfach nur so drüber schlendeln. Ich habe gesehen, die haben noch einen Limonadenstand. Also es ist größer als bei uns in der Stadt. Bei uns in der Stadt ist jeden Donnerstag ein Bauernmarkt. Aber der ist wirklich nur so drei, vier Stände oder so. Mehr ist es nie. Und hier sind halt ein paar mehr. Und da gehen wir auf jeden Fall jetzt mal gleich vorbei und schauen uns das genauer an. Ich dachte, ich zeige euch jetzt doch noch, was ich eingekauft habe gerade. Also ich war jetzt auch gerade noch auf dem Farmers Markt, aber ich konnte nicht lang dort bleiben. Ich bin so am Schwitzen. Ich bin auch so blöd und habe eine lange Jeans angezogen. Ich wusste, dass es heute heiß wird. Ich wusste allerdings nicht, dass ich heute draußen rumlaufe. Also mir war nicht bewusst, dass heute Farmers Markt ist. Ich hätte auch verdammt gerne Obst und Gemüse dort gekauft, aber dadurch, dass ich halt jetzt noch zur Bücherei muss und eigentlich muss ich auch mal noch was essen. Es ist nämlich jetzt schon 1 Uhr und ich habe noch nichts zu Mittag gegessen. Das wollte ich nämlich im Radina machen. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur die Bücher daran abgeben, vielleicht noch ein kleines bisschen abkühlen in der Bücherei, mir keine Bücher mitholen. Ich habe nämlich 4 Bücher bei uns aus der Bücherei geholt, aus der Stadt. Da muss man jetzt nicht noch mehr Bücher holen. Ich komme nämlich da nicht dazu, die zu lesen, das weiß ich schon jetzt. Deswegen bringe ich einfach nur die Mangas zurück. Aber ich dachte, jetzt wo ich gerade dieses schattige Plätzchen gefunden habe, hier auf dem Parkplatz. Ich habe zwar dennoch das Auto laufen, weil ich sonst echt kaputt gehe. Es sind nämlich gekühlte 35 oder 36, weil es draußen halt so schwül ist. Ich habe eine Sache gekauft auf dem Farmers Markt und zwar Honig. Das ist ein privater kleiner Typ gewesen. Es war so eine Mama, also die hatte ihre Kinder dabei. Also die scheint von zu Hause aus so auch Bienenwachs-Zeugs zu machen und halt auch Honig. Und da habe ich dann jetzt cremigen Honig geholt und zwar Zimt ist da noch mit bei. Die nennen sie Shoney Farm. So sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir auch noch eine Karte reingetan. Also ich weiß ja nicht, ob hier einer jetzt zuschaut, der hier in der Nähe wohnt. Aber nur für den Fall der Fälle. Hier ist auf jeden Fall ihre Karte und ihre Informationen. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Die hatte da alle möglichen Flavors. Das ist halt auch roher Honig, also Raw Honey. Ist jetzt nicht irgendwie sonst was zugesetzt, sondern ist halt in roher Form. Und dann habe ich eine Sache hier gekauft im Hobby Lobby, was ich euch nicht zeigen kann. Das habe ich nämlich für meine Mama gekauft. Und ich sieht man das jetzt auch so gar nicht. Das wollte ich nämlich dann im Sommer in den Koffer einpacken und ihr so schenken. Das soll eine Überraschung sein. Deswegen, ich zeige euch aber mal die anderen Sachen. Und zwar habe ich einfach hier eine Giftbag gekauft für das Buch von meinem Mann einzupacken. Und ich habe die ein bisschen größer geholt, weil ich halt gehofft habe, dass ich heute die Boxershorts binde. Habe ich leider nichts gefunden. Deswegen ist halt ein bisschen blöd. Ein Stempel, weil er nur 2 Dollar gekostet hat. Ich mag ja so Kühe total gern. Ich liebe das ja. Ich finde das so süß. Eine Stickarbeit für abends auf der Couch, wenn mir langweilig wird. Das letzte Mal, dass ich irgendwie was geknüpft oder gestickt habe. Ich glaube, das nennt man Sticken, nicht Knüpfen. Ich glaube, Knüpfen ist das Fluffige, wo dann die Wolle so absteht. Also was dann so einen fluffigen Teppich ergibt. Das hier ist, glaube ich, Sticken. Und das habe ich schon seit der Hauptschule nicht mehr gemacht damals. Also jetzt überlegt mal, wie lange das schon her ist. Aber das Motiv hat mir super gut gefallen und die ganzen Sachen waren halt einfach mal 50% off. Das heißt, ich habe nicht 9,99 Dollar bezahlt, sondern mal gerade irgendwas mit. Ich glaube 4,99 Dollar. Dann durfte hier das mit. Das ist keine Weihnachtsdekoration, auch wenn es fast so ausschaut. Hier hinten steht jetzt Fall Edition 2024. Aber das kann man super gut auch im Winter stehen lassen. Jetzt habe ich auch wieder dieses Lichtproblem, weil ich hier hinten so viel Licht habe.
und hier vorne dann so wenig, wenn ich das so nah an die Kamera halte. Aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt zur Dekoration aufstelle, muss ich es im Winter nicht wegpacken, weil das auch super gut im Winter dann passt. Ich glaube, die kann man auch belichten. Also ich glaube, da sind auch so kleine Glühbirnchen drin. Eine Sache für den Winter habe ich jetzt doch gekauft für die Küche, weil ich halt nochmal dieses Jahr, ich habe jetzt eine neue Küche und dieses Jahr möchte ich eine Kakaobar nochmal aufstellen und da dachte ich mir, dieses Schild tut sich da ganz gut. Hier steht jetzt Christmas Plant hat Cocoa Served Here drauf und es ist halt auch mit Glitzer. Ich fand das total süß für 4 Dollar. Und für den kleinen Tisch habe ich eine Tischdecke gefunden in so Herbstfarben. Das ist halt in weiß-orange. Ich kann dann halt bis nach Thanksgiving gerne dann da auf dem kleinen Couchtisch dann halt verweilen. Für den großen Tisch habe ich jetzt keine mitgeholt, weil mir da keine gefallen hat. Also die haben verschiedene Motive gehabt, aber keines davon hat mich so wirklich angesprochen. Hier sind übrigens die Ananas Sticker, von denen ich eben geredet habe. Eine Kürbistasse in weiß. Ich habe schon so eine ähnliche Tasse in orange, deswegen wollte ich dann die jetzt in weiß mitnehmen. Ich finde die total schön. Hat man dann hier so ein Blatt und einen Henkel für meinen Kaffee oder meinen Tee, je nachdem. Ja, aber das war das, was ich halt jetzt im Hobby Lobby gekauft habe. In der Mall bin ich jetzt nicht fündig geworden. Ich war auch im Buchladen und bin tapfer geblieben. Ich habe keine neuen Bücher gekauft. Ich bin total stolz auf mich, dass ich da nichts mitgenommen habe. Aber ich gehe jetzt so ein bisschen in die Bücherei rein, um mich abzukühlen. Und danach werde ich, jetzt muss ich überlegen, wo ich sonst noch hin muss. Nirgendwo. Danach fahren wir zum Radina essen. Ich werde wahrscheinlich dann nicht dort essen. Also es kommt drauf an, wenn da jetzt nicht viel los ist, hole ich mir vielleicht so einen Tisch für 2 und esse dann halt dort schnell was. Lies dann vielleicht in meinem Kindle. Ich habe zwar mein Kindle nicht dabei, aber ich habe die Kindle-App eigentlich immer hier auf dem Handy, logischerweise. Da lese ich momentan mal wieder. Ich habe endlich wieder angefangen damit, weil ich momentan Lust drauf habe. Ich hoffe, dass ich da irgendwie mal noch einsteigen kann. Also es ist schon ein bisschen was her. Ich habe gestern 1-2 Kapitel von dem Buch gelesen und ich bilde mir zumindest mal ein, nochmal zu wissen, worum es denn da überhaupt geht. Und zwar lese ich da wieder top aktuell. Schon zum x-tausendsten Mal habe ich das angefangen, aber jetzt muss ich gerade gucken, wie ich euch das zeige. Also Binding 13, der erste Band hier, da bin ich jetzt 30% durch. Und das lese ich immer so etappenweise und da will ich halt jetzt endlich mal dranbleiben, dass ich mir so ein paar Kapitel vornehme pro Woche. Und vielleicht bleibe ich ja dann dabei, wenn ich dann halt jetzt mir so Zeitlimits setze. Also wenn ich jetzt so 3-4 Kapitel pro Woche lese oder so, müsste ich ja irgendwann durch sein. Aber ja, ich gehe jetzt in die Bücherei, kühle mich ein bisschen ab, dann fahren wir zum Radina was essen und ich weiß nicht, ob ich dann noch in ein Target möchte. Also morgen muss ich so oder so oder spätestens übermorgen in Walmart. Von daher, ich brauche jetzt nicht zwingend dringend irgendwie was aus dem Target, was jetzt der Walmart nicht hat. Es ist zwar tempting, weil es halt da auch Bücher gibt, die dann halt auch weniger kosten als jetzt im Buchladen, aber ich habe ja gerade erwähnt, ne, wie stolz ich auf mich bin, dass ich halt im Buchladen keine Bücher gekauft habe, weil ich halt selber noch so viele zu lesen habe zu Hause, inklusive der 4 jetzt aus der Bücherei halt von uns in der Stadt. Deswegen, ich glaube, ich skippe das. Ich werde von hier nach direkt zum Radina, zum Futtern, zum Essen und für den Eiskaffee und dann nach Hause. Es ist jetzt wie gesagt 1, bis ich dann daheim bin. Bestimmt fast 3. Ja, und dann muss ich mich auch schon fast fertig machen, weil wir um 4:30 spätestens, so 4:15, 5 spätestens los müssen wegen dem Abendessen. Aber jupp, okay, let's do this.